Professor Ternes, wir erleben alle eine Krise und da kommt das Thema Nachhaltigkeit. Was sollen wir damit anfangen? Vor allen Dingen stellt sich die Frage im Gesundheitsbereich, wie ist die Balance zu finden zwischen Kosten und Patientenwohl durch Nachhaltigkeit? Ich verstehe die Frage sehr gut und ich muss sagen, dass eine Antwort auch keine leichte ist. Nachhaltigkeit hat ein wenig an Leichtigkeit verloren, die sie vielleicht noch nie hatte, hat allerdings noch erschwerend eben den Beigeschmack von Vorgaben, Verpflichtungen, Gesetze bekommen, die alle personal- und zeitintensiv natürlich sind und letztendlich damit auch kostenintensiv sind. Das darf eigentlich nicht sein. Nachhaltigkeit darf ja, ich sag mal, kein demontierender Faktor sein oder auch kein negativer Faktor sein, der Unternehmen in Krisen stürzt. Und leider ist es teilweise so, dass es das sein kann. Denn wir sind, genau wie Sie sagen, in einer Zeit der Krise. Wir haben mit Herausforderungen zu tun, gerade im Gesundheitssystem aus der Corona-Zeit. Wir haben auch an einer Zeit zu tun, die wir hinter uns haben, die zu Fachkräftemangel geführt haben, eklatantem Fachkräftemangel. Jetzt muss man natürlich sagen, hey, wo sind denn die Leute? Die gab es ja vorher schon. Ja, die gab es vorher schon. Aber wir haben natürlich A, eine weitere Digitalisierung hingelegt, sprich die Menschen, die vorher operative, wiederkehrende Tätigkeiten ausgeführt haben, die brauchen wir vielleicht gar nicht mehr oder die können die anderen Jobs nicht mehr ausführen. Und zweitens hat unser unser Sozialsystem, das eben auf der einen Seite so großartig, und das meine ich nicht ironisch, Menschen auffängt in Notlagen, auf der anderen Seite eben auch Möglichkeiten für Menschen, die einfach sagen, es lohnt sich nicht für mich zu arbeiten. Und das ist ein Problem. Die Menschen wiederzuholen jetzt in die Arbeit, es ist nicht einfach. Und wir haben natürlich auch und gerade im Gesundheitssystem damit zu tun, dass Menschen, die aus einem anderen Herkunftsland kommen, die andere Kulturen mitbringen, was eben Gesundheitsversorgung oder Gesundheitsempfinden auch angehen kann, die sprachliche Barrieren haben, die zum Beispiel auch sich mit inhaltlichen Dingen nicht so gut auskennen, die können nicht einfach barrierefrei hier integriert werden. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Branchen hat die Branche Gesundheitsversorgung es nicht einfacher. Und Nachhaltigkeit ist, und das verstehe ich, für viele dann ein noch etwas drauf. Jetzt komme ich dann und sage, Nachhaltigkeit ist doch toll. Ihr könnt damit was machen, enkeltaugliche Zukunft, Planet schützen und so weiter. Und dann werde ich angeguckt und man sagt, naja, du Ideologie, du Idealistin, was möchtest du denn? Klar ist das alles schön, aber guck dir mal unsere G&V an. Wie sollen wir das denn hinkriegen? Guck dir unsere KPIs an. Wir werden gemessen, nicht nachdem, wie schön gelb unsere Wände gestrichen sind oder mit welchem Lächeln die Mitarbeitenden das Gebäude verlassen. Ja, es ist wichtig, aber wir müssen an erster Stelle gucken, dass unsere Zahlen stimmen. Und ich sage mal, es wäre wünschenswert, das zusammenbringen zu können. Wünschenswert, diese KPIs, die Nachhaltigkeit bedeuten, auch entsprechend verorten zu können. Aber da sind wir eben noch nicht. Und wir müssen natürlich auch gucken, dass Förderprogramme das Ganze mit auffangen können. Diese Förderprogramme muss die Politik bereitstellen. Sie dürfen uns aber nicht irgendwie einfach um den Verstand bringen, weil sie so kompliziert sind, so viel Verwaltungsarbeit bedeuten und so viel eben einfach nochmal an Umdenken und Umstrukturieren erfordern, dass es nachher so ist, dass wir unsere Prozesse auf die Fördermittel abstimmen müssen. Das ist wichtig. Wie soll denn die moderne Technik, also die Informationstechnik und jetzt die KI, eine Rolle spielen? Wie soll sie die Nachhaltigkeit unterstützen? Kann sie das überhaupt? Ich habe vor ein paar Tagen mal mit einem Sicherheitsexperten aus der Regierung gesprochen und da sagte Annabel, sei froh, dass Deutschland so stark hinterherhängt, was Informationssysteme angeht, was Wireless angeht, was auch sowas wie sensible Patientendaten zum Beispiel angeht, weil er sagte, wenn wir weiter damit wären, dann wären die Hackerangriffe noch viel, viel drastischer und dramatischer. Du glaubst nicht, was dann hier passieren könnte und das Land würde lahmgelegt werden. Sei froh, dass ihr hier noch wie ein Entwicklungsland oder schlimmer als solches aufgestellt seid. Aber das ist natürlich nicht die Lösung. Die Lösung kann nicht sein, dass wir hinterherhinken. Die Lösung muss sein, dass wir hier einfach gute Möglichkeiten schaffen. Cyber Security ist wichtiger denn je.
Wir müssen gucken, dass wir Systeme haben, die einfach gegen Anfälligkeit geschützt sind, die eben auch Möglichkeiten haben, dass kein Open-Source-System dahinter steht, dass Lösungen da sind, die einfach auch auf verschiedenen Plattformen geschützt sind, die einfach keinen Spaß machen für die Leute, die eben Hacking machen. Wir müssen auch gucken, dass wir Patienten, Patientinnen davon überzeugen, dass die Patientenakte nicht dafür gemacht ist, dass sie transparent gemacht werden, um der Werbung wegen oder des Kommerzes willen, sondern dass es hier an erster Stelle wirklich um das Wohl geht. Denn letztendlich kann man damit verhindern, dass Menschen sterben müssen in vielen Fällen. Man kann auch verhindern, dass Menschen Dinge bekommen, die sie nicht vertragen. Ich kann es aus eigenem Erleben schildern. Ich habe eben damals Penicillin bekommen und ich habe gegen Penicillin eine Allergie. Was das auslösen kann im Körper, habe ich dann festgestellt und ich wünsche es keinem. Und das sind Dinge, die natürlich mit einer Patientenakte ganz klar verhinderbar sind. Aber es kostet natürlich alles Geld. Es braucht auch jemanden, der die Daten schützt und sichert. Und es braucht auch jemanden, der die Oberhoheit hat, der neutral ist, nicht angreifbar ist und nicht Daten rausgibt. Weil ich sage mal, diese Datensätze sind im Grunde pures Gold. Mhm. Weil was man damit eben an Informationen hat, ist, wenn sowas gehackt werden würde, mehr als brisant. Technologie ist ein Hebel für das Smart Hospital 2050, aber offensichtlich nicht der einzige. Welche Faktoren spielen noch eine Rolle? Ja, es ist wichtig natürlich zu sehen, Smart Hospital genau würde ich anders auch begreifen, als dass es rein technologisch ist. Natürlich steckt in diesem Smart erstmal das so drin. Wir reden von Deep Technology, welches seinen Platz hat mit Robotik, mit Maschinen, die einfach sehr clever und intelligent sind. Wir reden dabei auch natürlich in einem Atemzug von KI, der künstlichen Intelligenz, die hier mit Maschinen konferiert, mit Menschen konferiert, die durch Übereinstimmungen neue Erkenntnisse rausziehen kann, die auch durch Zusammenschlüsse, Vernetzungen einfach auf Ideen kommen kann, auf Innovationen kommen, von denen wir jetzt nur träumen können. Und auf der anderen Seite braucht es ein Regulativ für dieses Smart Hospital. Smart darf nicht nur auf Technologie konzentriert sein, es braucht auch den Menschen dahinter. Und genauso wie wir sehen, dass KI von Menschen gemacht wird und nur so gut sein kann und nur so divers und nur so menschenfreundlich sein kann, wie es die Menschen dahinter sind und so klug. Genauso verlangt es eben Smart Hospital die Ethik dahinter und den Menschen. Und zwar nicht, weil ich traditionell eingestellt bin, nicht, weil ich vielleicht einfach, weil ich irgendwie die alte Zeit besser finde, sondern genau deswegen, weil ich mir eine Zeit wünsche, auch in der Zukunft, die menschenfreundlich ist. Denn letztendlich soll es ja eine Welt sein, die für uns ist. Wir sind nun mal Menschen. Vielen Dank, Frau Professor Tennis.